Finn Kliemann. Das war immer einer, der in studentischen Kreisen wie ein Elefant im Raum stand. Ihr kennt den Begriff, oder? Ja, das Role Model für die unterschiedlichsten Typen von jungen Männern. Von Leuten, die keine Fortune Sons waren, aber ein Herz aus Gold hatten. Ja, vielleicht keine tollen Abschlüsse bekamen, aber Bock hatten, selber was zu schaffen. Kreative Chaoten, Träumer. Verletzliche Individuen, die aber auch den rohen Aspekt des Männlichseins neben der Awareness und politischen Korrektheit zulassen wollten. Also die Kombination aus allem, was irgendwie gerade total okay war. Kurz, Finn Kliemann war das, was der junge Mitzwanziger gerne sein wollte und nie erreichen konnte. Er konnte aber teilhaben an diesem Lifestyle, an diesen krassen Projekten, an der Musik, an den Videos und so weiter und so fort. Jeder bekam die Chance zur Teilhabe auf Freundschaft. 50.000 Bürger zählte das Kliemannsland auf dem Papier. Eigentlich gab es nichts, was es bei Kliemann nicht gab. Er war auch so erfrischend anders als der ganze neoliberale Startup-Kram drumherum. Ja, ein Macher, aber ein Nahbarer in Sozial. Nicht so wie die Leute, mit denen er dann beispielsweise bei seinem CBD-Projekt zusammengearbeitet hat. Ne? Ja, lustig. Und das System Finn Kliemann hat hervorragend funktioniert, wegen eines kleinen, aber feinen Details. Das wurde über Jahre auch überhaupt nie in Frage gestellt. Selbst einer meiner besten Freunde war völlig überzeugt, dass Finn Kliemann eine coole Socke ist, immer wenn ich Bedenken geäußert habe. Und schade, dass ich am Ende wohl doch recht hatte, dass diese Integrität und Nahbarkeit von Finn Kliemann nichts als Marketing war und hinter ihm tatsächlich ein neoliberaler Geschäftsmann, scheinbar sogar ein knallharter Lügner steckt. Der Randy Marsh mit seiner Integrity Farm. Und es ist eigentlich erschreckend, dass dieses Bild so gut passt. Wir reden hier nicht von irgendwelchen kleinen Betrügereien, Scams oder falschen Versprechungen. Das hier übertrifft sogar Jens Spahns Maskendeals. Ja, Jan Böhmermann hat seine Karriere gestern Nacht mutmaßlich beendet. Und das ist gut so. Aber ihr kennt mich. Ich würde jetzt hier nicht so ein Video machen, bei dem ich einfach nur auf die Fakten reagiere. Das ist mir zu wenig. Deswegen habe ich mich die ganze Nacht nochmal rangesetzt und noch ein paar Sachen zusammengetragen. Aber alles der Reihe nach. Dass Jan Böhmermann jetzt zum größten Kritiker von Finn Kliemann werden würde, das war nicht klar. 2014 war Finn Kliemann noch bei Böhmermann im Neo-Magazin Royal zu Gast. Und das ergab auch Sinn, schließlich war Kliemann damals Teil von Funk. Sein Bauernhof, der zum Kliemannsland wurde und den er zusammen mit einer Produktionsfirma aus Hannover gekauft hat, der wurde von Gebührengeldern finanziert. Ich kenne von Insidern auch die Summe, die da geflossen ist, werde das jetzt hier aber nicht groß breit treten, weil im Netz diese Summe auch nirgendwo auftaucht. Ja? Nada. Und das ist eigentlich das, worauf ich mit diesem Kommentar jetzt gerade hinaus will. Sein System, ja, das System Kliemann, da war es von Anfang an wichtig, dass man gewisse Dinge eben nicht so sehr hinterfragt und dass nicht so viel so sehr breit getreten wird. Deswegen ist der Beitrag vom Neo-Magazin so ein Novum, weil plötzlich mal mit großer öffentlicher Wirkung etwas bekannt wird. Denn bisher war es so, wenn mal was Kritisches formuliert wird, dann wird der doch so nette, nahbare Typ eher pressefeindlich und beginnt mit haltlosen Unterstellungen. Beispielsweise, wenn man sich diesen Artikel in der Taz anschaut. Apropos Pressefeindlichkeit, da kommen wir gleich nochmal ganz genau drauf zurück. Bereits vor einem halben Jahr war Finn mal Angriffsziel von Jan Böhmermann. Damals wegen einer kleinen Unternehmung mit Finn Orge Hensel, das ist ein CDU-Mann, deren Ziel es ist, seine Sanity Group zur größten Firma Europas aufzubauen. Und dessen CBD-Marke Vay wurde unter anderem von dem anderen Finn beliefert, aber auch mitfinanziert. Joint Venture nennt man das doch, glaube ich, oder? Und boom, 50.000 Quadratmeter Hanflabyrinth. Ja, für die Leute natürlich. Ja, nice. Das ist genau der Lifestyle, den wir so feiern. Ja. Ja, blöd nur, dass CBD nur bei sehr seltenen Formen der Epilepsie hilft und ansonsten gar nicht. Zumindest ist es nicht nachgewiesen. Und Geld mit CBD verdienen, das ist quasi so eine Art hippe Quacksalberei. Das ist schon uncool. Vor allen Dingen, wenn man das mit CDU-Lobbyisten macht und so tut, als ob man es mit seinen Kunden ehrlich meint. Apropos Ausbeutung. Finn Kliemann, der verdient an allen Ecken und Enden unfassbar viel Geld und das ist völlig okay, Leute. Das ist völlig okay. Unternehmerisch handeln und denken, das ist was, das viel mehr Menschen können müssten. Auch weil dann mehr Leuten klar werden würde, wann sie abgezockt werden. Anyways, irgendwie ist gerade bei Social Selling oftmals ein Hebel für den Verkauf die Formulierung eines sozialen Anspruchs, ja, Spenden, Gemeinnützigkeit und Transparenz. Er hat hunderttausende CDs verkauft, wurde von Funk und Netflix finanziert, verdiente mal ebenso 250.000 mit NFTs. Und wir regen uns über Monte auf?
Oder hier, ich zitiere mal, Finn Kliman ist das Kunststück gelungen, mit einem Kunstdruck seines Gemäldes, bitte nicht auf Kunst schreiben, innerhalb eines Tages über 1,3 Millionen Euro Umsatz zu machen. 250 Euro netto für den ungerahmten Druck. Mit Mehrwertsteuer und Versandkosten kostete die signierte Repro-Kunst am Schluss 315,34 Euro. Wer den angebotenen Rahmen mitbestellte, landete bei 457 Euro. Aber er lässt trotzdem noch Menschen umsonst für ihn arbeiten. Und das geht, weil die Leute ja nach wie vor glauben, er sei kein Millionär. Er sieht ja nicht so danach aus, außerdem sagt er es immer. Ja, und er redet ja gar nicht wie so einer. Also bitte. Ich meine, allein die Teilhaberschaft an, ich sag mal, den 7 Unternehmungen dürfte eigentlich ausreichen, um das zu sein. Wird Finn Kliman eigentlich in den Panama Papers genannt oder so? Der ist ja professioneller am Start als so mancher Oligarch. Bei Two Finger Records beispielsweise wurde 2019 ein Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn von 818.000 Euro erwirtschaftet. Dann gibt es noch die Texas Holding. Es ist lustig, weil es ist wie beim Poker, ne? Lustig. Bei der es, by the way, wie im Registereintrag zu lesen ist, um die Verwaltung eigenen Vermögens geht. Also ganz ehrlich, wer eine Holding braucht, um seine Vermögenswerte zu verschleiern, zu verwalten, der kann kein Geringverdiener sein. Leider sind die Umsätze nicht einsehbar. Ja, selbst nicht gegen Geld, was sehr schade ist, weil sonst geht doch alles mit Geld. War sehr traurig. Und dann gibt es die Immobilienvermietung unter LDGG, die Firma rund um das Boot namens Floßweg hier 111. Die Marketingagentur Aganti GmbH, die Klamottenfirma oder so GmbH, die Webseitenbaufirma von Herrlich Media, die FKVV GmbH, die noch mehr privates Vermögen verwaltet. Ey, stell dir mal vor, du hast zwei Firmen, um dein Vermögen zu verwalten. Und dann tust du so, als ob du kein Geld hast. Literally. Und sagst es immer wieder. Was? Das Neo-Magazin spricht sogar von 8 Unternehmen, 2 GbRs und einer Holding. Ob Finn das selbst überhaupt noch auf dem Schirm hat? Also ich will damit nur sagen, damit das jetzt auch die Jungen verstehen, der Boy is legit rich, ja? Und so zu tun, als wäre er es nicht, ist Teil seiner Marke. Damit generiert er Geld, weil man ihm dann freiwillig umsonst hilft. Spendet lieber mal was zu einem höheren Preis abkauft und, weil das ist so ein Lieber, der verdient das doch. Und das finde ich wahnsinnig unehrlich. Was sein Anspruch, ein ehrlicher, vertrottelter, liebenswerter Typ zu sein, kontrakariert, um genau zu sein. Wer glaubt, dass er sein Klimansland und seine Königswürde, tatsächlich, ja, als Heimwerkerkönig, als Scherz meinte, der scheint sich hier zu irren. Das ist nämlich purer Feudalismus. Fähige Handwerker werden gesucht, aber nur für Essen und Schlafplatz, weil Geld ist da leider nicht drin. Ja, da ist ja überhaupt nie Geld drin bei dem, was Finn Kliman so macht. Ich glaube, es ist so teuer, diese ganzen Vermögensverwaltungsfirmen zu finanzieren, dass da am Ende einfach kein Vermögen mehr übrig ist. Nochmal, und das fand ich damals schon irgendwie ungeil, das Klimansland, das war nie gemeinnützig. Er hat mit dem ganzen Projekt seinen Lebensunterhalt finanziert und diese auf Gebührenfinanzierung aufgebaute Idee bereits sehr schnell als Sprungbrett für eigene privatwirtschaftliche Unternehmungen genutzt. Mal abgesehen davon, dass er sich aus der Verbindung mit Funk 2020 gelöst hat, ja, das Klimansland, aber weiter existiert. Ihm und seinen Partnern also tatsächlich gehört. Und das ist so eine heftige Sache, wenn man darüber nachdenkt, ja? Auf der einen Seite den Ultrakapitalismus fahren, mit 10 Firmen oder so, aber sich erstmal in einem sozialen Verteilungsmechanismus bereichern, um einen besseren Ausgangspunkt zu haben. Und nochmal, es ist alles cool, aber dann sollte man eben auch sagen, ich finde Geld einfach geil und darum geht's mir. Und wie hier soziales Engagement mit privatwirtschaftlichem verbunden ist, sieht man beispielsweise an diesem ganz kleinen Beispiel. Auf der einen Seite ist er quasi Viva Con Aqua Botschafter und auf der anderen Seite hat seine Agentur den Shop designt. Ja, genau wie die Shops und Seiten von anderen angeknüpften Projekten. Generell ist die Verknüpfung aller möglicher Geschäftsideen bei Finn gang und gäbe. Und das kann man ja an der Firmenstruktur sehr deutlich erkennen. Das Hausboot von ihm und Olli Schulz, das ist beispielsweise, soweit ich das jetzt einsehen konnte, über die Firma Lass dir gut gehen mietbar. Diese Firma, bei der eigene Ferienwohnungen vermietet werden und von willigen Spenden gesammelt werden, um anderen, die weniger haben, Reisen zu ermöglichen. Das klingt für mich zwar nur nach mehr Übernachtung generieren mit extra Steps, aber was weiß ich schon. Und werden diese Objekte, die nicht gerade eine Netflix-Serie bekommen, eigentlich auch mit Leuten renoviert, die gegen Kost und Logis vor Ort sind? Das Unternehmen LDGG war auch ein Kritikpunkt in Böhmermanns vernichtendem Video. Da geht es um über 10.000 Euro, bei denen Kliman offenbar behauptet hat, dass es erstens
Spenden sein und sie zweitens von einer gemeinnützigen Organisation verwaltet werden. Problem ist nur, ne, dass der angegebene Verein gar nicht existiert. Und nachdem man mehrmals nach kritischen Anfragen die Website verändert hatte, log man darüber, dass die Tafel über diese Gelder entscheiden würde. Ja. Aber das interessiert ja auch keinen, weil das waren ja nur 10.000 Euro. Das ist im Kosmos von Finn Kliemann einfach auch kein Geld. Das ist ihm vermutlich noch nicht mal richtig aufgefallen. Schließlich ist er ja beispielsweise Mitbesitzer eines Hausbootes und eines Bauernhofs. 10.000 Euro. Wo wir beim Hausboot sind. Genau wie beim Bauernhof ist auch beim Hausboot das Invest auf Seiten der Firma, die die Sendung produziert. Ja? Mindestens 200.000 Euro soll die Renovierung gekostet haben. Der Aufhänger, oh, was haben wir für einen Müllhaufen gekauft? Der ist natürlich dramaturgisch vorab angelegt und von Realness weit entfernt, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn, eine Serie zu drehen. Ja? Oh, ist ja alles super in Schuss. Wir sind übrigens schon fertig. Logisch. Das ist halt das Showbiz, Leute. Ich verstehe da auch die teils sehr bösen Kommentare in den Kritiken nicht, dass man damit die Fans an der Nase herumführt. Jetzt zum Punkt, dass sie die Kosten selbst getragen haben, halten viele Beobachter für unrealistisch. Gut, dass das Hausboot, das somit vermutlich von Netflix finanziert wurde, jetzt über LDGG vermietet wird. Ich meine, das ist ja cool. Ich hoffe nur, dass das dann auch entsprechend versteuert worden ist. Ja? Ich meine, es wäre ja schade, wenn da plötzlich Sachwerte im sechsstelligen Bereich am Fiskus vorbei in ein Firmenvermögen integriert werden. Oder liegt das jetzt in der anderen Firma und man mietet das dann hin und her? Ist diese ganze Struktur vielleicht auch absichtlich so undurchsichtig? Das Format wurde übrigens aus vielen Richtungen in seiner Umsetzung als sexistisch oder zumindest als nah dran bezeichnet. Eine relativ freundliche Einschätzung schrieb da beispielsweise noch Julia Hackober in Iconist. In der Netflix-Serie Das Hausboot inszenieren Olli Schulz und Finn Kliemann eine unerträgliche Kumpel-Idylle. Sagen wir, da ist auch einfach viel aus der Zeit gefallen. Ich zitiere nochmal. Besonders in der Kritik die Szene, in der sie das Hausboot mit Innenarchitektin Vivian Gray begehen und diskutieren darüber, wer von ihnen welchen Raum bekommt. Du kriegst den Einzelraum, sagt Kliemann zu Schulz. Der antwortet grinsend, die kleine Wichskabine. Ja, die kleine Wichskabine, sagt Kliemann und alle lachen. Auch Gray vermutlich, aber nur aus Höflichkeit. Ja, das sind doch so richtig schön niveaulose Momente, wie ich sie mir immer von unseren Meinungsführern und Kulturschaften gewünscht habe. Doch nicht ganz so woke, ne? Je mehr man von Kliemann mitbekommt, desto weniger bleibt übrig von dem, was ihn eigentlich ausmachen soll. Oder von dem, was er will, dass wir glauben, dass es ihn ausmachen soll. Der ist mir schwindelig. Aber hey Leute, ich bin ja Geschäftsmann, ne? Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich während Corona nicht auch die Idee hatte, etwas zu renovieren. Ja, ich wollte ein Segelboot restaurieren. Hab dann aber nach Überschlagen der Kosten leider merken müssen, dass ich mir das einfach nie leisten kann. Funk? Hallo? Ich hätte da mal eine Frage. Ja. Überteuerte Kunst über flache Vertriebsstrukturen zur Maximalisierung von Profit, NFTs, Menschen, die umsonst für ihn arbeiten, Deals mit CDU-Lobbyisten, um wirkungslose Globuli zu verkaufen, Objekte, die mit Fremdkapital im Zuge einer Sendung in ihrem Wert gesteigert wurden, um sie dann ins Firmenportfolio zu integrieren und über irgendwelche anderen Firmenkonstrukte dann nochmal zu Geld machen zu können, Spenden, die eigentlich keine Sinn und auch keiner wirklich bekommt scheinbar. Ja gut, ne? Die meisten YouTuber sind vermutlich so drauf. Wenn wir ehrlich sind, habe ich diese Punkte gerade eigentlich nur noch mal deswegen herausgekramt, um euch etwas zu zeigen. Zu zeigen, dass das Folgende eben nicht losgelöst ist vom restlichen Geschäftsgebaren von Finn Kliemann, dass das nicht einfach mal so ein Upsi von Finn Kliemann war, sondern Teil einer über Jahre sehr deutlich gewordenen Geschäftspraxis. Denn die finale Anmaßung, wenn man das überhaupt so nennen kann, reicht allein aus, um diesen Mann bloßzustellen und völlig zu verbrennen. Dass der Beitrag im Neo-Magazin zu einem der handwerklich ganz Großen gehört, wird daran deutlich, dass man Kliemann komplett an der Nase herumgeführt hat. Man hat ihn ausgespielt, mit seinen eigenen Waffen geradezu geschlagen. Er bekam nämlich eine Nachricht mit dem Titel Konfrontation vom ZDF-Magazin Royal mit Fragen. Auf die hat er dann in einem Instagram-Video geantwortet, was ein ziemlich armseliger Trick ist. Er glaubte, der Recherche den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er einfach vorprescht und einige der Punkte im Vorfeld erklärt oder entkräftet. Sein Partner, der auch mit diesem Brief bedacht wurde, der hat es übrigens verstanden, dass man auf sowas schriftlich antwortet. Aber sei es drum. Das allein ist für mich schon ein Indiz dafür, dass er sich bewusst war, dass da etwas rauskommen könnte,
das ihm potenziell gefährlich wird. Aber was bedeutet diese Strategie gegen Veröffentlichung für den Journalismus? Günter Bartsch, Geschäftsführer beim Berliner Netzwerk Recherche, der Verein hat sich auf die Unterstützung von Investigativjournalismus spezialisiert, sieht einen großen Widerspruch zwischen Klimans Äußerungen für den Investigativjournalismus und seiner Handlung. Finn Kliman betont auf der einen Seite, wie wichtig ihm journalistische Recherchen sind. Auf der anderen Seite versucht er, die Veröffentlichung der Recherche durch das vorab gesendete Video zu untergraben. Das sei zwar sein gutes Recht, und viele mögen das für clever halten, so Bartsch, aber fair sei es nicht und der journalistischen Recherche würde es auch nicht dienen. Hajo Seppel, Doping-Experte und Investigativreporter für die ARD-Anstalten, geht noch weiter. Es sieht wie ein lumpiger Trick aus und ist sehr ärgerlich für investigativen Journalismus. Eine rechtliche Möglichkeit dagegen vorzugehen sehe er aber auch nicht. Über die Reaktion von Kliman zeigt sich Bartsch nicht verwundert. Er sei nicht der Erste, der diese Taktik anwende. Das Problem für den Journalismus dabei, nicht selten werden bei dieser fragwürdigen Praxis Rechercheergebnisse vorab ausgeplaudert. Das könne bis dahin gehen, dass über Fragen Rechercheergebnisse bekannt werden, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. Also wir sehen, eigentlich ist das eine Sabotage der Pressearbeit. Aber das Großartige an diesem Statement ist jetzt Folgendes. Nicht nur kommt Kliman überhaupt nicht auf den Punkt, um den es später gehen soll, er liefert auch noch Steilvorlagen, um in der Sendung hops genommen zu werden. Aber worum geht es eigentlich in dem Beitrag, den das Neo-Magazin etwas zu früh veröffentlicht hat, aus Versehen? Ja, vermutlich um jede Möglichkeit, schnell darauf zu reagieren, zu verhindern. Ja, worum ging es? Nun, sie haben bewiesen, dass Finn Klimans Maskenhandel moralisch genauso schlimm war, wie der CSU-Abgeordneten, die mit Schimpf und Schande verjagt worden sind. Nein, doch nicht unser Tegrity-Finn, unser Tegri-Finny. Ja, kaum hatten wir die Pandemie, haben die jungen Entrepreneure Geldscheine in den Augen gehabt. Es geht in dieser Krise nicht darum, Geld zu verdienen, sondern darum, möglichst vielen Menschen zu helfen, die gerade dringend Hilfe brauchen. Das wird Finn Kliman sagen. Er wird behaupten, dass er die Masken zusammen mit Tom Ilbruck und der Firma Global Tactics, übrigens eine Firma, bei der Merch von vielen Künstlern produziert wird, denen faires Merchandise aus Europa am Herzen liegt. Eine Firma, in die er in irgendeiner Form auch investiert ist, die in Portugal produzieren lässt, zum Selbstkostenpreis sozusagen die Masken weitergibt. Naja, ist nicht ganz richtig. Die Masken, die stammen aus Bangladesch und Vietnam. Und er hat dabei nur eine magere Marge von 100% und tut alles dafür zu verschleiern, dass die Masken nicht aus Portugal sind. Er betrügt ganz schamlos und macht darüber in privaten Chats auch noch Witzchen. Und ich zitiere jetzt mal das Neo-Magazin. In einer Sprachnachricht am folgenden Tag, dem 2. April 2020, bekräftigt Kliman seinen Wunsch, Masken in Asien produzieren zu wollen. Wenn du was hast mit Preisen und Stückzahlen, die du hast, dann check ich das mal und vernetze dich mit Tom. Kliman macht in der Sprachnachricht außerdem klar, dass er Masken ohne medizinischen Ansatz und ohne medizinische Zertifizierung möchte. Warum auch? Die sollen ja nur in der Pandemie helfen, wenn man sie kauft. What the fuck? Der Textilhersteller schreibt Kliman am 6. April 2020 per WhatsApp, in Bangladesch kann ich ab sofort 1 Million pro Woche bekommen, falls der Bedarf steigt. Der Textilhersteller schreibt Finn Kliman, dass die vorgebliche Geschichte, armen Menschen zu helfen in Bangladesch, am besten für Klimans PR- und Marketingstrategie geeignet sein könnte. Und die Antwort von Kliman darauf ist, gut zu wissen. Dann schrieb er wenige Minuten später, dann lass erstmal nur Bangladesch machen. Wenn da die Kappa am Ende am schnellsten hochgefahren werden kann, der Preis stimmt und die den Stoff haben. Aber nicht nur betrügt er alle Fans, Partner und Käufer, ohne mit der Wimper zu zucken, für einen geschätzten Gewinn von 1 Million Euro, sondern er geht noch einen Schritt weiter und dieser Schritt ist völlig unverzeihbar. Die erste Charge der Masken aus Bangladesch, 108.000 Stück, die ist fehlerhaft. Und um hohe Entsorgungskosten zu sparen, hat der Finn einen tollen Plan, weil er ja Entrepreneur ist. Er verschenkt sie und nachdem jeder Entrepreneur folgenden Leitsatz kennt, nämlich tu Gutes und sprich drüber, macht er das auch noch sehr öffentlich. Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, verschenkt er die fehlerhaften Masken an Geflüchtetenunterkünfte in Griechenland und Bosnien. Und das sind Orte, wo Menschen durch die räumliche Nähe an sich bereits Hotspots für Corona entwickeln. Fehlerhafte Masken und damit trügerische Sicherheit. Wer weiß, ob am Ende diese Aktion nicht sogar Menschenleben auf dem Gewissen hat. Das fühlt sich schon mega geil an. Die Menschen sind uns so dankbar. Ich meine, wir haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen und waren Vorreiter. Das war auch irgendwie unsere Pflicht. Man möchte brechen. Aber wie Finn Kliman selber schrieb,
Krise kann auch geil sein. Ich habe immer noch viele Fragen, Leute. Kann man die Firma jetzt verklagen, weil die Produkte ja nachweislich nicht aus Europa stammen? Also wäre ich jetzt About You oder alle von euch, die diese Masken gekauft haben? Ich würde es tun. Ist es okay, die Kunstwerke von Finn Kliman jetzt öffentlich zu verbrennen? Wann geht er mit Luke Mockridge und Joyce Ilk und Faisal Kawusi auf Tour? Oder werden wir demnächst so ein Naidoo-mäßiges "Ich bin voll aus der neoliberalen Verschwörungsbubble aufgewacht" Video sehen? Und jetzt ja noch die letzte Frage zum Abschluss. Können wir alle bitte kurz nochmal wirken lassen, dass dem korrekten Finn Kliman Flüchtlinge so wichtig sind, dass er ihnen Müll schickt, der ihre Gesundheit bedroht und mal wieder ein Beispiel dafür, dass Zynismus gerechtfertigt ist. Leider werde ich ja immer nur noch skeptisch, wenn Menschen einen Nimbus der Unbescholtenheit um sich herum etablieren, während sie, zumindest für Unternehmer offensichtlich, mit Gewinnabsicht Projekte stemmen und auf diesem Nimbus fußend diese erfolgreicher kapitalisieren können. Dabei wäre Transparenz meines Erachtens eigentlich nachhaltiger. Und dabei hat er doch einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der muss doch wissen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Ich meine, dass man von etwas leben muss, das weiß doch auch der Konsument. Aber gerade die doppelte Lüge mit den Masken, die günstig gewesen wären, wären sie tatsächlich aus Portugal gekommen, die man angeblich zum Selbstkostenpreis abgeben wollte, lässt tief in die Absichten dieses Mannes blicken. Zusammen mit dem Verschenken fehlerhafter Masken, was, by the way, auch ein Herr Spahn versucht hat, wird es geradezu sinister. Denn hier hat Kliman für sein Prestige und mutmaßlich noch mehr Gewinn, weil er ja damit auf seine Maskenaktion aufmerksam gemacht hat, gelogen und sämtliche Moral ad acta gelegt. Damit ist eine Neubewertung eigentlich jeder Aktion Klimans geboten und eine Distanzierung aller unbeteiligter Partner unabdingbar, wollen die Schaden an sich selbst vermeiden und fragen, ob das, was sie da mit Kliman zusammen getan haben, denn überhaupt so cool war, wie das nach außen kommuniziert wurde. Die Gier ist es, die Kliman jetzt zu Fall bringt. Und wenn das so wäre, fände ich das wirklich gut. Ich wünschte wirklich, wir hätten Menschen wie Kliman, die es verdient hätten, echte Role Models zu sein. Und denen wünsche ich allen Erfolg der Welt. Menschen, zu denen man dann aufgucken kann, ohne nach ein paar Jahren zu merken, verdammt, der war ja noch schlimmer als die anderen. Wir brauchen diese Vorbilder so dringend. Aber und ich glaube, daran glaube ich wirklich, vielleicht sind die korrekten Menschen in ihrem Umfeld einfach so sehr eingespannt beim korrekte Dinge tun, so dass sie kein Fame nebenbei generieren können oder überhaupt wollen. Und ich weiß, dass ich mich damit einschließe. Ich kenne gute Menschen, aber die suchen nicht die Aufmerksamkeit in der Regel. Und ich muss sagen, irgendwo hat mich Kliman im Hinblick auf Machbarkeit schon inspiriert. Auch wenn ich die Art schon immer nicht so richtig nachvollziehen konnte, wie seine Geschäfte so gelaufen sind. Und klar war ich auch neidisch, weil so eine Anschubfinanzierung von Funk einfach ein krasser Karriereboost ist. Das will ich auch gar nicht beschönigen. Da gibt es halt einfach eine krasse Disparität auf YouTube Deutschland. Da hast du die, die sich's leisten können, Leute einzustellen, die Production Value anbieten können. Und da gibt es halt Leute, die das alles irgendwie selber stemmen müssen und eben gar nicht wirtschaftlich das produzieren können. YouTube ist ja nicht wirtschaftlich, vor allen Dingen nicht auf dem Niveau, das du als Konsument mittlerweile gewohnt bist. Vielleicht hat auch deshalb Böhmermann so eine Art persönlichen Kreuzzug gegen den einstigen Hoffnungsträger von Funk geführt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Wart oder seid ihr vielleicht noch Kliman-Fans? Schreibt es mir gerne unten hin, lasst mir eine Bewertung für das Video da, zeigt mir, wie ihr es fandet. Schreibt auch bitte gerne eure Role Model Vorschläge da rein, damit wir sie kennenlernen und uns an ihnen ein Beispiel nehmen können. Ich wäre beispielsweise erste Person, an die ich jetzt denken muss, für Henning May. Der macht bessere Musik, hat eine geilere Stimme und ist vor allen Dingen ein sehr viel korrekterer Mensch. Zumindest, wie ich das bisher so einschätzen kann, hoffentlich. Ich sage erstmal bis zum nächsten Mal und seid bitte nicht zu enttäuscht. Und nehmt ihn euch weiterhin als Beispiel. Diesmal halt als Negativbeispiel. Dankeschön.